anschauen. Das ist eine 4 Euro teure Universalapplikation. Wir gucken uns die hier auf dem iPhone an. Ist ein Texteditor, der sich auf Markdown versteht. Und das war ja so ein bisschen das große Thema gerade. Wir haben hier unseren Markdown-Test-Text schon mal drin abgelegt. Den gucken wir uns gleich genauer an. Wollen aber vielleicht mal eben durch die Menüelemente durchgehen. Oben links fange ich mal mit diesem kleinen Schrank an. Das ist die Dokumentenübersicht. Hier kann ich mir angucken, welche Texte habe ich hier drinne. Habe die Möglichkeit, die nach Namen und Datum zu sortieren. Hier unten kann ich mir einen neuen Text anlegen. Der kriegt dann immer so einen zufälligen Titel. Den sieht man hier oben ganz gut. Kann man später noch benennen, umbenennen. Zurück hier in die Übersicht. Und ich habe die Möglichkeit, mit dem Button unten links mein Dropbox-Account zu der Applikation hinzuzufügen. Sobald man das eingestellt hat, legt ihr die Texte immer automatisch in den Dropbox ab. Ist ganz praktisch, weil man dann gleich ein Backup hat. Wir benutzen das jetzt gerade nicht. Gehen hier mal wieder zurück ins Dokument, wählen wieder unser Testdokument aus, zack, und gucken uns die Geschichte jetzt hier mal an. Das ist wie gesagt ein Markdown-Editor. Das heißt, alle Sachen, die ich hier mit Markdown-Auszeichnungen versehe, wie zum Beispiel die beiden Sternchen, die wir hier haben, für die fettgeschriebene Passage, da habe ich dann die Möglichkeit, mit dem Klick auf das Auge unten in der Menüleiste mir die ganze Sache so schon mal ausgeben zu lassen und anzeigen zu lassen, wie es später als Webseite aussehen wird. Das kann ich mal machen. Ich drücke aufs Auge hier und kriege jetzt die ganze Sache mit einer ordentlichen Überschrift, mit der Liste drinne, hier die fettgeschriebene Passage, unten unser Zitat und hier unten auch noch der Link zu Google. Also da kann man dann immer direkt wechseln zwischen der Editoransicht und der Vorschauansicht. Unten links, diese drei Streifen hier, da klicke ich mal rauf. Das ist die Outliner-Funktion, die integrierte. Da werden alle Zwischenüberschriften, alle Überschriften und alle Links, die wir gesetzt haben im Text, hier in so einer Liste angezeigt. Und da kann man dann, wenn man irgendwie einen 4, 5, DIN A4 Seiten langen Text hat, relativ einfach zwischen einzelnen Abschnitten hin und her springen. Zack, klicke ich rauf und er springt halt genau da in die Überschrift rein. Bleiben wir hier noch kurz weiter in diesem Hauptmenü drinnen. Hier unten in der Mitte dieses Laborglas, das ist so ein Recherchewerkzeug. Das ist ganz witzig. Das hat eine relativ lange Anleitung, die kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Wir erklären es einfach kurz. Das ist der direkte Zugriff auf DuckDuckGo. Die Suchmaschine haben wir ja schon vorgestellt. Und er zeigt einem hier ganz viele Beispiele an. Meinetwegen Kilometer in Meilen konvertieren oder Grad Fahrenheit in Celsius, wann ist sowieso geboren und so weiter und so fort. Hier auch kleine Rechnungen mit drin und bietet uns hier oben so eine Eingabeleiste an. Da können wir einfach irgendwas eintippen. Meinetwegen eine Rechnung machen wir mal 55 geteilt durch 3 und ich drücke jetzt hier mal auf Suchen. Das gibt jetzt an DuckDuckGo weiter und DuckDuckGo gibt uns gleich die Antwort aus, so ein bisschen wie wir das von Wolfram Alpha kennen. Das macht Sinn, wenn man halt eben mal kurz was nachschlagen möchte, weil man das für den Text gebrauchen kann. Hier gehe ich mal wieder raus. Das Laborglas hatten wir uns angeschaut. Vielleicht kommen wir nochmal nach oben rechts hier zu dem Safari-Symbol. Wenn ich darauf klicke, geht so ein kleiner integrierter Browser auf und der erlaubt mir jetzt halt, ohne die App zu verlassen, so ein bisschen im Web zu recherchieren. Sagen wir mal, was nehmen wir, die Zeit meinetwegen. Der Wolf ist ja zurückgetreten. Genau. Und können uns dann hier gleich aussuchen, unten, ob wir die komplette Seite angezeigt haben möchten oder Text-Only. So, das breche ich hier mal ab. Oder unten Text-Only, wo wir halt, so wie wir es gerade eben gesehen haben, das Ergebnis schön formatiert, ohne den ganzen Schnickschnack kriegen, sondern einfach in so einer Nur-Text-Ansicht, die auch wesentlich schneller lädt. Das auch, wie gesagt, so zu Recherchezwecken. Wir haben die Möglichkeit, uns hier Lesezeichen anzulegen und wir können hier was markieren, meinetwegen, und haben dann die Möglichkeit, den markierten Bereich sofort in unseren Editor einzusetzen, beziehungsweise die ganze Sache in die später Lesendienste, die integrierten, in denen abzulegen. So, also das, falls man mal einen Browser braucht, dann muss man nicht erst die App verlassen, sondern hat hier oben gleich einen Button, wo man direkt in den Browser reinspringen kann. Markdown, bevor wir in die Einstellung reinspringen, vielleicht hier unten nochmal kurz auf diesen Pfeil geklickt. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, das angefangene Dokument zu speichern, können das umbenennen, können hier, das ist ganz gut mit diesen Markdown-Optionen, uns aussuchen, dass wir den Text halt direkt exportieren an eine E-Mail oder per SMS verschicken. Zack.
können die ganze Sache drucken lassen, können uns natürlich nicht nur den Markdown-Text, sondern auch dann den fertigen HTML-Text exportieren und haben ja auch die Möglichkeit, Dateien auszugeben. Dateien macht manchmal nicht so viel Sinn, oft will man ja nur den Source-Code haben, also den Quelltext, aber die Option steht auf jeden Fall zur Verfügung. Gucken wir uns mal kurz das Editieren an in so einer Markdown-Datei. Ich tippe hier einfach mal raus. Wir haben jetzt hier schon so eine extra Leiste hier oben mit den ganzen oder mit den wichtigsten Befehlen. Das ist ganz praktisch, da kann ich jetzt rauftippen. Fange ich mal mit dem ersten hier an, mit so einer Überschrift und bekomme dann direkt vorne das Markdown-Zeichen für die Überschrift und hier schon so einen markierten Text und da kann ich jetzt, oder den kann ich jetzt durch meine eigene Überschrift ersetzen, testen nennen wir die mal, und springe hier eins weiter runter. Das funktioniert mit allen Tasten ganz gut. Wenn ich hier meinetwegen Fettschrift auswähle, setze mir vorne und hinten schon die Sternchen und ich brauche im Grunde nur noch den Text hier zu ändern. Wähle ich einen Link aus, dann kriege ich hier so ein extra Menü, in dem ich die Linkadresse einfügen kann, den Titel für den Link, den Text und der baut mir dann einen zusammen. Also hier gibt es sogar noch einen Button, wo ich den jetzt, wenn ich mir einen im Web kopiert hätte, hier einsetzen könnte. Schauen wir uns das mal kurz an. Ich nenne den Link Test. Die Adresse ist meinetwegen web.de. Mein Text dazu, den könnte ich jetzt auch noch vergeben, nennen wir den auch Test. Und wenn ich jetzt sage einfügen, dann macht er uns das Markdown-freundlich gleich schon ins Dokument mit rein. Ganz interessant ist auch, ich kann hier ein beliebiges Wort markieren. Nehmen wir doch mal das. Zack. Und habe dann die Möglichkeit, hier oben in dem Kontextmenü gleich mir auszusuchen, hey, das hätte ich gerne fett gedruckt oder daraus hätte ich gerne eine Überschrift oder einen Link oder. Ich wähle hier mal den Fettdruck aus, zack, und er macht mir sofort die Markdown-Elemente links und rechts darum. Also das heißt, ich kann sowohl hier mit einem der Button aus dieser Auswahlleiste starten. Wenn ich hier jetzt meinetwegen mit einer Liste anfangen will, dann tippe ich hier rauf und ich habe schon mein erstes Listenelement. Ich kann aber auch bereits geschriebene Texte markieren, da die Stelle mir auswählen und dann sagen, hey, daraus würde ich jetzt ganz gerne ein Zitat machen. Und dann macht er daraus ein Zitat. Relativ feature-umfänglich. Die Tastatur blende ich hier mal kurz aus. Was wollten wir uns noch angucken? Die Einstellungen, da sollten wir noch mal kurz einen Abstecher reinmachen. Die Settings, schnell erklärt, wir haben die Möglichkeit, hier uns auszusuchen, ob eine Rechtschreibkorrektur an ist, ob wir eine Autogroßschreibung nach einem Punkt wollen. Das sind so, sage ich mal, die Standardsachen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Textausgabe zu beeinflussen. Das ist ganz cool. Da zeigt er uns alle, wie viel sind es, 13 oder so Schriftarten des iOS an. Und wir können uns dann eine auswählen, in der wir es angezeigt haben möchten. Können auch noch, na, wieder zurück in die Einstellung, können auch noch die Schriftgröße hier beeinflussen. Und haben hier noch ein Setting, cleverer Return Key nennt sich die ganze Geschichte. Da sind wir noch nicht so richtig warm mit geworden. Sobald das hier aktiviert ist, dieses Clever Return Key Setting, ist die Eingabetaste versucht immer so ein bisschen ja, wie soll ich das erklären? Versucht immer so ein bisschen schon vorneweg zu denken, was du jetzt gerne machen möchtest. Wir können das mal im Text kurz drinnen zeigen, meinetwegen hier. Ich sage, hier fange ich eine neue Liste an, schreibe meinen Listen Eintrag und drücke jetzt auf Return und er setzt mir dann gleich schon das zweite Listensymbol davor. Das ist so dieser cleverer Return Key. Also man sieht es, es geht hier immer weiter. Und wenn ich dann mit der Liste irgendwann aufhören will, dann muss ich hier zwei Schritte zurück die ganze Sache löschen und dann funktioniert das auch wieder normaler Return Key. Ja, und das ist halt so ein bisschen, auch wenn ich hier sage, jetzt hätte ich gerne eine Überschrift, schreibe dann eine Überschrift und drücke auf Return, dann springt er halt zwei Zeilen runter. Um uns nochmal zu verdeutlichen, dass das eine Überschrift war. Also, das meinen die mit diesem cleveren Return Key, wenn man sich daran gewöhnt hat, ein praktisches Feature, aber man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil sonst guckt man da ein bisschen und wundert sich, warum der jetzt mit der Liste weitermacht, obwohl man doch nur eine Zeile runterspringen wollte. Ja, Tastatur können wir hier mal ausblenden. Nochmal ganz kurz in die Einstellung ein. Hier gibt es noch ein paar extra Einstellungen in der Settings App. Wenn ich darauf klicke, kommen wir unten rein in die Einstellung und ich kann hier Writing Kit auswählen. Da kann ich mir dann noch aussuchen, was für eine Textendung ich gerne als Standard hätte, ob die Werbung geblockt werden soll in dem integrierten Browser, ob wir später Lesendienste benutzen möchten, und habe hier auch die Möglichkeit, noch einen Account anzulegen, um Bilder hochzuladen, falls ich auch noch Bilder in der App verwenden möchte. Ja, so mal der schnelle Überblick. Ich springe hier nochmal zurück.
zu Writing Kit. Und wie gesagt, es ist eine sehr angenehme Applikation, wenn man in Markdown arbeitet. Gerade wegen diesem Auge hier. Eine wirklich schnelle Möglichkeit, den Quellcode oder von der Quellcode-Ansicht in die Ausgabeansicht zu wechseln, dann mal zu gucken, ob alles ordentlich geklappt hat. Hier ist unser Testlink, den wir gerade angelegt haben. Writing Kit, universal für iPhone und iPad. Vielen Dank für